Moin moin, liebe Freundinnen und Freunde der Adlerie. In diesem Video gehe ich auf das adleristische Wirken ohne technische Beobachtung oder Augenbeobachtung in der vordigitalen Zeit ein. Dieses Schießen ohne Beobachtung erfolgte in der Regel beim Vorliegen sicherer Schießgrundlagen als Wirkungsschießen, wenn die Lage der Kampftruppe es erforderte, wenn ein Ziel überrascht werden sollte oder ein Ziel nicht beobachtet werden konnte. Es sei jedoch angemerkt, dass dieses Schießen auch ohne sichere Schießgrundlagen erfolgen konnte. Allerdings musste dann von einem erheblich höheren Munitionseinsatz ausgegangen werden. Das Wirkungsschießen ohne Beobachtung wurde durch die Bataillonsfeuerleitstelle koordiniert. Lautete der Auftrag an die Adlerin niederhalten oder stören, genügte der Einsatz einer Batterie. Bei allen anderen Aufträgen an die Adlerie waren mindestens zwei Batterien am Wirkungsschießen ohne Beobachtung zu beteiligen. Das Schießen ohne Beobachtung erfolgte als Planschießen oder verbessertes Planschießen. Beim Planschießen wurden die Schusswerte auf der Basis der Kartenwerte, also Teilring, Entfernung und Zielhöhe, unter Berücksichtigung der meteorologischen und ballistischen Abweichungen errechnet. Beim verbesserten Planschießen wurden die Schusswerte zuvor durch ein beobachtetes Einschießen auf einen Erdeinschießpunkt oder Luftvergleichspunkt bestimmt. Beim Wirkungsschießen ohne Beobachtung konnte das Feuer der beteiligten Batterien zusammengefasst, verteilt oder überlagert werden, in kurzer Zeit oder über einen längeren Zeitraum erfolgen, mit parallelen Rohren, mit weitem Fächer oder engem Fächer abgegeben werden. Das Wirkungsschießen ohne Beobachtung bei sicheren Schießgrundlagen erfolgte gegen Ziele mit einer Tiefe bis 200 Metern bei gleichem Teilring auf drei Entfernungen. Gegen Ziele mit einer Tiefe größer 200 Meter bei gleichem Teilring auf fünf Entfernungen. Und gegen Ziele mit einer Tiefe größer 400 Meter durch abschnittsweise Bekämpfung. Ich möchte nur den ersten Fall in einer Simulation verdeutlichen. Stellen wir uns vor, südlich von uns befänden sich die drei schießenden Batterien unseres Bataillons mit jeweils sechs Geschützen. Diese grüne Fläche sei das Ziel mit einer Breite von 300 Metern. Die Zielbreite entspricht dabei etwa der durchschnittlichen Breite der damaligen geschlossenen Batteriefeuerstellung mit sechs Geschützen. Die Zieltiefe soll hier 200 Meter betragen. Damit ist auf dieses Ziel mit gleichem Teilring auf drei Entfernungen zu schießen. In unserem Fall bedeutet diese Festlegung, dass die Koordinaten dieses Punktes, des Zielmittelpunktes, die Koordinaten für die Berechnung des Teilrings für alle Batterien sind. Nunmehr gilt es, die drei Rohrerhöhungen zu berechnen. Ausgehend von der Zielmitte erfolgte ein Abzug von 4 PE oder mindestens 100 Meter zur Festlegung der kurzen Entfernung und eine Zugabe von 4 PE oder mindestens 100 Meter zur Festlegung der weiten Entfernung. An dieser Stelle nur so viel. PE ist die Abkürzung für Probable Error, übersetzt wahrscheinliche Abweichung. Es handelt sich hierbei um die Berücksichtigung der Streuung des Waffensystems. Ich erläutere diese Zusammenhänge in einem anderen Video. Okay, und nun geht das Durchstreuen los. Die Bataillonsfeuerleitstelle befahl den Batteriefeuerleitstellen. Zweite Batterie, dritte Batterie, vierte Batterie, Feuerzusammenfassung kommen. Mit diesem Ankündigungskommando wurden die beteiligten Batterien angesprochen und ihre Reihenfolge beim Durchstreuen festgelegt. Nachdem die Batteriefeuerleitstellen sich in oben angeführter Reihenfolge gemeldet hatten, befahl die Bataillonsfeuerleitstelle: Planzeiger XYZ, Zielhöhe 50, Fahrzeugansammlung 200 durchstreuen, je eine Gruppe Feuerbereitschaft melden. Die Feuerleitstellen berechneten nun den Teilring für ihre Batterien. Die Erhöhung für die erste Gruppe berechnete die Feuerleitstelle der zweiten Batterie auf der Basis der kurzen Entfernung, die Feuerleitstelle der dritten Batterie auf der Basis der Zielmitte und die Feuerleitstelle der vierten Batterie auf der Basis der weiten Entfernung. Nachdem die Batterien die Feuerbereitschaft gemeldet hatten, koordinierte die Bataillonsfeuerleitstelle die Salve. In der Theorie sah das Ergebnis etwa so aus.
Die Erhöhung für die zweite Gruppe berechnete die Feuerleitstelle der zweiten Batterie auf der Basis der Zielmitte, die Feuerleitstelle der dritten Batterie auf der Basis der weiten Entfernung und die Feuerleitstelle der vierten Batterie auf der Basis der kurzen Entfernung. Nachdem die Batterien die Feuerbereitschaft gemeldet hatten, koordinierte die Bataillonsfeuerleitstelle wieder die Salve. In der Theorie sah das Ergebnis etwa so aus. Die Erhöhung für die dritte Gruppe berechnete die Feuerleitstelle der zweiten Batterie auf der Basis der weiten Entfernung, die Feuerleitstelle der dritten Batterie auf der Basis der kurzen Entfernung und die Feuerleitstelle der vierten Batterie auf der Basis der Zielmitte. Nachdem die Batterien die Feuerbereitschaft gemeldet hatten, koordinierte die Bataillonsfeuerleitstelle wieder die Salve. In der Theorie sah das Ergebnis etwa so aus. In der Praxis führte die individuelle Streuung der beteiligten Waffensysteme zu jeweils chaotischen Trefferbildern im Ziel, was ja auch beabsichtigt war, um einen möglichst großen Erfolg erzielen zu können. Wenn auch schon in der Simulation berücksichtigt, möchte ich ergänzend darauf verweisen, dass die von der Bataillonsfeuerleitstelle befohlene Munitionsmenge gleichmäßig auf die jeweiligen Entfernungen zu verteilen war. Selbstverständlich war man bemüht, dass die Batterien nach jedem Entfernungswechsel wieder mit einem Feuerschlag oder einer Salve das Feuer eröffneten. Beim Schießen mit Abstandszündern wurde grundsätzlich die erste Gruppe als Aufschlagzünder verschossen, um die Zielausdehnung im Gelände zu umreißen. Erfolgte als Ausnahme ein Wirkungsschießen ohne Beobachtung bei unsicheren Schießgrundlagen, so schossen die beteiligten Batterien mit einer Teilringeinstellung in weitem Fächer auf 5 Entfernungen. Soweit meine Ausführungen zum Wirkungsschießen ohne Beobachtung in der vordigitalen Zeit. Heute koordiniert die Feuerleitstelle des Bataillons immer noch das Wirkungsschießen der Einheiten des Bataillons. Allerdings dürfte das Feuer heute dank der präzisen technischen Zielerfassung und digitalisierten Datenübertragung und Verarbeitung und der hohen Reaktionsfähigkeit der Waffensysteme wesentlich schneller, präziser und den Zielqualitäten angemessener erfolgen. Liebe Freundinnen und Freunde der Artillerie, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich mit einem kräftigen Zugleich.